Einen schönen guten Morgen, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum E-Day 2020, der heuer aus aktuellem Anlass erstmals als komplette, durchgängige Online-Veranstaltung abgehalten wird. Wir sind heute hier im Studio 44 in Wien und haben für Sie sozusagen einen ganzen Tag Live-Sendung hier zum Thema Digitalisierung. Ich lade Sie recht herzlich ein, dabei zu sein, sich das rauszusuchen, was für Sie relevant ist aus unseren über 30 Fachvorträgen. Der IDE ist ja traditionellerweise die größte Publikumsveranstaltung der Wirtschaftskammern in den Jahren zuvor auch immer schon gewesen, und die WKO und alle ihre Partnerorganisationen haben sich natürlich mit dem Thema Digitalisierung schon sehr, sehr lange befasst, bevor es sozusagen noch Mainstream war, Beratungsleistungen angeboten für Österreichs Unternehmerinnen und Unternehmer. Wenn Sie dazugehören oder wenn Sie einfach nur ein interessierter Gast sind, Studentin, Schüler, Sie alle sind uns heute sehr, sehr willkommen hier im E-Day Livestream, und für Sie alle haben wir jetzt die Begrüßungsworte unserer Hausherrin. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen beim diesjährigen E-Day. Wir freuen uns, Sie dieses Jahr schon zum 20. Mal begrüßen zu dürfen, und Sie sehen, neue Ideen werden älter. Wir freuen uns auch, dass die digitale Transformation und Corona gezeigt haben, wie wichtig Digitalisierung ist, was für ein Ermöglicher es sein kann und wer, wenn nicht der IDE, würde sich perfekt dazu eignen, diese digitale Transformation zu zeigen, zu beweisen. Und deswegen findet er dieses Jahr zum ersten Mal rein virtuell statt. Der Lockdown hat auch gezeigt, was für ein Potenzial Digitalisierung hat, wenn nichts mehr geht, was für ein Rettungsring Digitalisierung sein kann, und wenn alle Vertriebskanäle geschlossen werden, dass auch plötzlich ein Online-Shop aus dem Boden gestampft werden kann, Plattformen aus dem Boden sprießen und man somit neue Vertriebskanäle eröffnet und diese digitale Transformation einen unglaublichen Schub bekommt. Aber es ist nicht nur ein Rettungsring, diese Digitalisierung, sondern es ist die digitale Transformation, die eine erfolgreiche Zukunft für unsere österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer bedeutet. Es ist Zukunft gestalten, Neues ermöglichen, und dieses Neue ermöglichen kann durch die digitale Transformation sein. Effizienzsteigerungen können neue Produkte und neue Dienstleistungen sein, und das alles gilt zu erkunden, gemeinsam mit Ihnen, um Ihnen Neues zu ermöglichen. Das ist auch unser Ziel als Wirtschaftskammer Österreich, ermöglichen für Sie digitale Kompetenzen, die digitalen Potenziale zu erkunden, und somit freuen wir uns, dass unser KMU Digital gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium wieder geöffnet wurde und dass wir gemeinsam die nächsten 4 Jahre weitere 20 Millionen für dieses Programm zur Verfügung stellen werden. Wir müssen die Zukunft aktiv gestalten, das heißt, wir dürfen sie nicht aus dem Fenster beobachten und warten, bis sie zu uns ins Fenster kommt, sondern es geht darum, die Chancen zu erkennen, durch diese Tür der Zukunft zu gehen, und das ist unser Ziel mit dem diesjährigen IDE. Neues zu ermöglichen, sie zu inspirieren, mit neuen Ideen nach Hause gehen zu lassen, und wenn wir das schaffen, dann ist es für uns ein erfolgreicher IDE, und wir hoffen, Sie im nächsten Jahr dann wieder persönlich begrüßen zu dürfen. Das hoffen wir alle. Vielen Dank an Mariana Künnel, die Generalsekretär, Stellvertreterin der WKO. Das Wort Digitalisierung, digitale Transformation werden wir an diesem Tag des Öfteren hören. Sie sind, nehme ich an, schon relativ gut digitalisiert, können mit modernen Medien wie zum Beispiel unserem E-Day-Cockpit auch bestens umgehen. Ich lade Sie ein, das einfach in den nächsten Minuten mal, während wir hier die Einführung machen, kennenzulernen. Sie haben ein Videofenster, wie Sie es von allen anderen Playern kennen, mit Lautstärkeregelung und so weiter. Sie haben aber nicht nur den Stream, den Sie im Vollbild anwählen können, sondern Sie haben auch diverse Funktionen. Wenn Sie auf die rechte Seite zum Beispiel schauen, haben Sie eine Sidebar oder ein Menü, wo Sie auswählen können. Sie können zwischen Ablauf und Fragen wählen. Ablauf wird typischerweise automatisch aktualisiert, dass Sie ein bisschen was zum Anhalten haben, wo sind wir gerade im Programm, und Sie können auch Fragen stellen an unsere Vortragenden hier, mehr dazu in Kürze. Eines sei Ihnen nur jetzt gleich gesagt, bitte nutzen Sie die kostenlose Anmeldung, denn die Möglichkeit, an Umfragen teilzunehmen und auch Fragen zu stellen, gilt nur für die angemeldeten Benutzer. Das Ganze, wie gesagt, kostenlos. Ja, Digitalisierung ist das große Thema an diesem Tag hier beim IDE 2020. Wenn Sie noch wissen, was eine Musikkassette ist oder eine Schallplatte, eine Diskette, dann sind Sie, das muss man leider Gottes sagen,
so wie ich auch, wahrscheinlich bald einmal ein Auslaufmodell. Denn es gibt viele, die können sich gar nicht mehr erinnern an diese Technologien. Das heißt also, dranbleiben, immer lernen, und zwar lernen von denen, die da jetzt nachwachsen, die mit digitaler Technologie schon aufwachsen. Und genau die, ein paar echte Digitalisierungsexperten, haben wir befragt, wie man moderne Technik heute einsetzt. Sie werden heute sicher ein paar wichtige Dinge hören, die Sie als Firmenchef oder Mitarbeiter gut gebrauchen können. Es tut sich ja so viel mit dem Internet und den Handys. Alles geht heute so schnell. Was gestern ganz wichtig war, braucht heute schon kein Mensch mehr. Keine Ahnung. Oh, das ist ein Ständer. Wo bist du mal? Schau, nur so. Handy machen, oder? Ist das eine SIM-Karte? Nein. USB-Stick? Nein, USB-Stick ist was komplett anderes. Ja, eher, weil du gesagt hast. Da sind Spiegel drauf. Da gibt es so einen Teil und wenn man da die drauf gibt und dann da diese. Dann muss man aufdrehen. Und nein, da muss man dieses eine Teil runtergeben und dann aufdrehen. Aufkurbeln und dann spielt die Musik ab. Sie brauchen jetzt aber nicht glauben, dass sich Ihre Kunden von morgen nicht auskennen mit moderner Technik. Ganz im Gegenteil. Digitalisierung, Mobile Business, wir wachsen doch heute auf mit dem Internet. Also in der Schule haben schon viele ein Handy, aber halt nicht wirklich jeder. Manche kriegen es halt erst in der 4. Klasse und manche kriegen es halt vielleicht auch schon in der 1. Die Alexa, das kann man Musik hören. Da kann man Musik hören. Alexa, alle Lieder hören. Ja. Das gibt auf deiner Playlist. Ja. Und man kann sogar Spiele spielen. Doch, kann man. Wenn du da drauf drückst, da ist da so eine Linie und wenn da 100% steht, dann kann man das Spiel dann halt spielen. Ich glaube nicht, dass ein Mensch noch nicht Google gehört hat, zumindest das Wort nicht, aber es ist halt eine Suchmaschine, wo du verschiedene Sachen suchen kannst. Ist doch alles ein Kinderspiel, oder? Und deswegen solltet ihr, liebe Erwachsene, auf uns hören. Denn wir sind die Kunden von morgen und wir wissen, wie es wirklich läuft. Über Amazon? Da gibt es so eine spezielle App, wo man so aufschreiben kann. Da ist immer ein Zeichen. So zum Beispiel ist ein Apfel geschrieben und da steht um Apfel. Man braucht Gutscheine oder man kann auch einfach so kaufen. Und man muss da den Gutscheincode oder dann Bankomatcode eingeben und dann kann man Sachen bestellen. Wenn man in Google reingeht und zum Mecke schaut, dann kann man vom Mecke was schauen, was man essen will. Und das schreibt man sich dann auf und fährt hin. Das googelt man halt. Ich mag gerne einen Schnitzel bestellen und dann gibt's Schweinschnitzel, Hühnerschnitzel. Ich habe heute zum Beispiel nachgeschaut, welches Buch ich als nächstes, welchen Band ich brauche. Da draufklicken und dann wird das von Internet hingebracht. Ja, da draufklicken und dann wird es vom Internet hingebracht. So einfach ist es für die Kunden von morgen. Wie gesagt, ich lade Sie ein, behalten wir die auch im Zuge dieses Tages heute ein bisschen im Auge. Eigentlich sind es ja sogar zwei Ideen, die wir Ihnen heute liefern. Und da darf ich meinen lieben Kollegen Werner Secker begrüßen. Servus, Werner. Grüß dich, Andi. Hallo. Wir haben heute zwei Livestreams, die Ihnen angeboten werden. Werner, wie funktioniert das? Ja, Sie sind ein bisschen jetzt eigener Programmdirektor, eigene Programmdirektor. Und Sie sehen ja am Programm, in welchem Stream gibt es welchen Blog, welchen Vortrag. Und da können Sie sich raussuchen, wo Sie denn live dabei sein möchten, bis jetzt circa also genau 11 Uhr ist es ident, das heißt, da gibt es einen Stream, ab 11 Uhr übernehme ich dann mit dem Stream 2 und ab da können Sie dann eben wählen. Genau, für jeden das Lieblingsthema dabei, die Themen, den Zeitplan gibt es im E-Day Cockpit. Was ist, wenn jetzt zwei
Fachvorträge gleichzeitig stattfinden. Ja, da wir einen anschauen. Ja, da hoffen wir, dass Ihr Interesse so groß ist, dass Sie am liebsten alles und zur gleichen Zeit sehen möchten. Wenn das zeitlich nicht, wenn sich das nicht ausgeht, kein Problem. Ab Donnerstag sind dann alle Videos online. Auch noch die beliebten Videos vom letzten IDE, vom IDE 19, sind natürlich weiterhin online. Und einige Referenten sind dann auch so freundlich und geben zum Beispiel ihre Vorträge auch via PDF ganz einfach zum Runterladen auch dorthin. Genau, all das gibt es dann auf www.ide.at. Wir sind ein interaktiver Event, das haben wir schon erwähnt. Wenn Sie sich kostenlos registrieren, können Sie auch teilnehmen an unseren Umfragen. Und jetzt machen wir etwas, was für uns spannend ist. Wir machen mal eine Testumfrage. Ich lade Sie, liebes Publikum, ein, da jetzt mal mitzumachen, um auch mal ein bisschen Rückmeldung zu bekommen, wer denn schon wach ist, wer uns denn heute zusieht. Ja. Das ist eine absolut nicht ernst gemeinte Umfrage, nur mal zum Test. Ja, da würde man ganz gerne von Ihnen wissen, was nervt Sie denn momentan am meisten? Ich denke, da ist die Auswahl relativ groß, aber da wäre zum Beispiel Covid-19 oder der US-Präsident Donald Trump oder das Wetter oder der Verkehr. Da bitte entscheiden Sie sich jetzt, was Sie am meisten nervt. Wenn Sie diese Möglichkeit zu Hause nicht haben, dann liegt es daran, dass Sie nicht angemeldet sind. Bitte nutzen Sie da ganz einfach die Gelegenheit, sich kostenlos anzumelden. Dann kann man immer bei den Umfragen mitmachen, Fragen stellen und so weiter. Für all jene, die sich jetzt fragen, wo finde ich denn das? Einfach aus dem Vollbild rausgehen. Wenn Sie also den Stream im Vollbild sehen, haben Sie auf der rechten Seite Ihres ID-Cockpits das Menü, also einen Reiter, wo Sie an dieser Umfrage teilnehmen können. Ja, wir warten, ob wir eine Auflösung bekommen, ob genügend Leute schon angemeldet waren, sonst liefern wir es nach. Und würde ich sagen, geben wir den Leuten noch ein paar Minuten Zeit, schauen wir, ob das technisch funktioniert und machen weiter mit einer weiteren Grußbotschaft, nämlich von der Wirtschaftskammer Wien. Auch in Wien wird ja Digitalisierung großgeschrieben. Der Wiener Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck hat auch ein paar Worte an Sie zu richten, liebes Publikum. Herzlich willkommen beim IDE. Sie wissen, diesmal Corona-bedingt virtuell und es freut mich ganz besonders, dass Sie trotzdem da sind. Krisen beschleunigen Entwicklungen. Und auch diese Krise, die wir derzeit durchleben, führt uns vor Augen, welche Bedeutung die Digitalisierung gewonnen hat. Wir alle nutzen verstärkt in den letzten Monaten Homeoffice. Virtuelle Meetings sind nicht mehr wegzudenken aus dem Arbeitsalltag und letztendlich ohne die Nutzung digitaler Kanäle hätten wir keine Kommunikation. Aber das bedeutet auch, dass wir uns verstärkt darauf konzentrieren müssen und dass wir auch bei dieser rasanten Entwicklung unterstützen müssen. Und hier sind drei Punkte ganz besonders wichtig. Erstens, eine moderne Infrastruktur. Zweitens, ein rascher und vor allem flächendeckender Breitbandausbau. Und drittens, ein verstärkter Aufbau und Transfer von Know-how. Denn eines steht fest, ohne diese Basis funktioniert die Digitalisierung nicht. Und wir müssen den Wandel der digitalen Zeiten aktiv mitgestalten. Und das passiert auch hier beim IDE. Ich wünsche Ihnen spannende Gespräche und eine informative Veranstaltung. Dann sagen wir vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. Und wir haben auch schon die Auflösung unserer Testumfrage. Danke allen, die teilgenommen haben. Werner Schau, es waren über 100 Menschen, die schon angemeldet sind und fit sind. Ja, und wenig überraschend, was nervt Sie am meisten, haben wir da momentan gefragt. Da ist Covid-19 natürlich. Jeder Zweite sagt, das nervt mich am meisten. Jeder Dritte sagt, der US-Präsident Donald Trump. Wetter schneidet gut ab und im Vergleich eigentlich auch der Verkehr. Ganz in Ordnung. Gute Zeiten für Christa Kummer, Markus Watzak und alle unsere anderen Meteorologen. Werner, ein Wort noch, bevor wir loslegen mit unserer ersten Keynote zu den Themen. Die Themen sind bekannt, kann jeder User im ID-Cockpit nachlesen. Gibt es ein Thema, das dir besonders am Herzen liegt, eins, auf das du dich besonders freust, das im Thema, Stream 2? Das Thema Homeoffice. Wir schauen uns diese ganzen Themen Sicherheit, Blockchain, Cloud an, aber ganz konkret am Beispiel Homeoffice. Da stellen sich jetzt wirklich neue und drängende und wichtige Fragen, die wir beantworten wollen. Lieber Werner, vielen herzlichen Dank. Ab etwa 11 Uhr gibt es ihn im Stream 2. Und unsere Frau Digitalministerin Margarete Schramböck möchte Sie auch noch persönlich ansprechen hier am IDE 2020. Die digitale Transformation spielt eine wichtige Rolle für alle Unternehmen Österreichs, für die großen Leitbetriebe genauso wie für die Klein- und Kleinstbetriebe. Die österreichischen Familienbetriebe und KMUs bilden das Herzstück der österreichischen Wirtschaft. Deshalb ist es unsere Aufgabe, alle auf diesem Weg mitzunehmen. Mir als Digitalministerin ist dies ganz besonders wichtig. Es gibt
verschiedenste Möglichkeiten, wie Unternehmen heute neue Geschäftsmodelle entwickeln können, wie sie ihre Kunden bedienen können, wie sie mit ihren Lieferanten kommunizieren können. Und diese digitalen Wege sind wichtig für jedes Unternehmen in Österreich. Der IDE bietet hier die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Aspekte der Digitalisierung und ihrer Transformation in den Betrieben zu beleuchten. Ich wünsche daher allen Teilnehmern des IDEs einen spannenden Tag und viele gute Beispiele, die sie in die Praxis umsetzen können. Vielen herzlichen Dank, Frau Ministerin. Sie ist auch die Schirmherrin gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und dem BMDW von KMU Digital, einem Förderprogramm, von dem alle Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich profitieren können. Mehr dazu gibt's im Stream 2.